Sie sind, wie angesprochen, FPÖ-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss. Jetzt diese Wirtschaftsbund-Causa, moralisch verwerflich, strafrechtlich relevant oder wirklich korrupt? Grundsätzlich mal die Frage, wie korrupt ist Österreich? Naja, ich möchte es jetzt einmal im Speziellen auf eine Partei reduzieren, und zwar die ÖVP hat uns in den letzten Wochen, Monaten und Jahren eigentlich gezeigt, dass sie ein sehr großes Korruptionspotenzial in sich trägt. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass dieser Wirtschaftsbundskandal in Vorarlberg die Runde macht. Wir haben in Niederösterreich immer wieder Problematiken gehabt, was Vereine der ÖVP betrifft. Wir haben ein Finanzministerium gehabt, das dieses Österreich-Beinschab-Tool finanziert hat. Das heißt, auch die Kanzlerwerdung von Sebastian Kurz ganz massiv mit Steuermitteln unterstützt hat. Wir haben eine ÖVP, die im Rechenschaftsbericht zu den Wahlkämpfen falsche Zahlen angibt, die ohne mit der Wimper zu zucken das Budget ums Doppelte überzieht, über den Betrag hinaus, der eigentlich erlaubt ist. Und das ist die Situation, die wir gerade vorfinden. Und jeden Tag, wo diese Untersuchungsausschüsse länger dauern, stolpert man wie auch über neue Dinge, wo es die ÖVP nicht so genau genommen hat. Und wenn Sie mich nach Moral fragen, ja, dann finde ich es schon stark, was hier in Vorarlberg passiert ist. Denn wenn ein Landeshauptmann Wallner jetzt erklärt, der Wirtschaftsbund hätte nicht gewusst, dass er Steuern bezahlen muss, ja, dann möchte aber schon wissen, mit welcher Kompetenz dieser Wirtschaftsbund ausgestattet ist. Denn wir wissen alle, was das Finanzamt mit einem Wirtschaftstreibenden macht, der nicht rechtzeitig seine Steuern abführt. Naja, nur bei der ÖVP hat man halt wieder irgendwelche Ausnahmeregelungen gefunden und gehofft, dass man halt irgendwie nicht draufkommt. Mhm. Können Sie Korruption für Ihre Partei ausschließen? Schauen Sie, wir haben einen sehr, sehr schmerzhaften Prozess nach Auftauchen des Ibiza-Videos hinter uns gehabt. Und eines möchte ich aber für meine Partei schon in Anspruch nehmen. Erstens einmal habe ich damals als Generalsekretär sofort offiziell gemacht, wer bei uns spendet. Das war sofort einsehbar und das war eigentlich ein überschaubarer Betrag. Und eines war noch, und diese Kultur vermisse ich natürlich bei der ÖVP insgesamt. Heinz-Christian Strache und Johann Codeno sind am nächsten Tag zurückgetreten. Auch das ist, glaube ich, eine Art und Weise, wie man zumindest Verantwortung übernimmt für Dinge, und das sieht man ja bei der ÖVP überhaupt nicht. Im Gegenteil, man mauert ja in der ÖVP immer solange man halt hofft, man kann es auch irgendwie vom Tisch bringen, und erst dann, wenn man sozusagen den Händeltipp mit dem Huhn in der Hand irgendwie gestellt hat, ja, in der Sekunde, erst dann gibt die ÖVP zu, dass hier ein Fehler passiert ist, und erst dann gibt es ein Köpferrollen und erst dann gibt es Konsequenzen. Und ich glaube, das ist eine Kultur, die wir in diesem Land nicht brauchen, denn man braucht nicht glauben, dass man jetzt einmal so lange irgendwie herum tut, wie man halt irgendwie durchkommt mit der Geschichte, und erst dann, wenn es nicht mehr anders geht, gibt man die Sache zu, sondern gerade von einer Partei, die ja von sich selbst sagt, sie ist Staatsdarin, die Verantwortung in Bundesländern hat, die einen Bundeskanzler stellt, ja, da müsste ja gerade müssten ja noch höhere Standards gelten, was diese Dinge betrifft, aber die ÖVP hat diese Pyramide eigentlich auf die Spitze gestellt und die Standards gelten für die ÖVP gar nicht. Aber korrumpiert macht, Franz Fiedler hat ja auch Ihre Partei 2019 im Standard attestiert, dass Sie auch etwas Nachholbedarf hatten seit Schwarz-Blau 1. Naja, schade, dass der Franz Fiedler damals schon vielleicht aufgrund von politischen Animositäten auf uns geschaut hat und sich an uns abgearbeitet hat, während er besser mit Transparency International vielleicht eher auf die ÖVP schauen hätte sollen. Und dazu Ihre Frage zurückkommt, natürlich korrumpiert Macht. Die ÖVP ist seit 1986 durchgehend in Ministerien in der Verantwortung. Also ich möchte mir nicht vorstellen, was aus dem Landwirtschaftsministerium rausfällt, wenn man es einmal nimmt, am Kopf stellt und ein bisschen durchbeutelt. Ja. Also seit 1986 in schwarzer Hand und natürlich auch die Bundesländer. Nicht? Also es gibt Bundesländer, die haben noch nie was anderes gesehen als eine schwarze Führung. Das muss man sich auch einmal vorstellen, und natürlich hat man sich da zurechtgelegt, und es gibt natürlich diese Teilorganisationen von Parteien, die gut bestückt werden, es gibt landesnahe Betriebe, das ist etwas, was uns in Niederösterreich auch beschäftigt, dann glaube ich noch, gibt es unheimlich viele Korruptionsmöglichkeiten über die Wohnbaugenossenschaften, soweit sind wir noch gar nicht vorgedrungen, aber ich glaube auch da passieren einige Unregelmäßigkeiten oder einige Linke, wie man sprichwörtlich immer sagt, und das wird man sich anschauen müssen, und wenn Sie mich eben so fragen, ob Macht korrumpiert, ja, wenn eine Partei durchgehend seit 50, 60, 70 Jahren herrscht, ja, dann gehe ich schon davon aus, dass sich die ihre Sachen zurechtgerichtet haben und dass dort und da aber gehörig in die Kasse gegriffen wird. Mhm.